Thema heute: Energieeffizienz und Einsparpotenziale bei Haushaltsgeräten. Was kann man dort überhaupt einsparen? Macht es Sinn? Macht es keinen Sinn? Ja, dann möchte ich nicht mehr lange reden spielen, sondern fangen wir direkt an. So, dann fangen wir mal an mit einem Kreisdiagramm, wo wir mal aufsehen können, welche Gruppen halt eben hier im Haushalt wie viel Energie verbrauchen. Und wir beziehen uns jetzt mal hauptsächlich auf die Sparte Haushaltsgeräte. In dem Fall werden jetzt zum Beispiel die Kühlgeräte mit ungefähr einem Drittel Verbrauch. Das ist natürlich schon mal eine Hausnummer, wo wir da doch große Möglichkeiten haben, da Energie zu sparen. Ja, also wie gesagt, das ist im Haushaltsbereich, das ist einer der größten Bestandteile, sind die Kühlgefriergeräte, die dort die Energie benötigen. Wir haben hier mal einen schönen Vergleich nochmal aufgezeigt, was für Einsparpotenziale es gibt 2000 zu 2010 bei den Geräten. Und dort sieht man schon ganz gut, wie die Verbräuche, die einzelnen Verbräuche runtergegangen sind, und das ist dort auch zu Einsparpotenzialen, ja, gerade bei Wäschetrocknern und bei Kühl- und Gefrierschränken, dass es dort erhebliche Einsparpotenziale gibt und auch so sich ein Gerät über eine Laufzeit amortisieren kann, eine Neuanschaffung. Ja, Gerald? Dann nehme ich mal weiter. Wir hatten, oder der Herr Theis hat eben das Energielabel, das EU-Energielabel angesprochen, und zwar sind diese EU-Energielabel in Klassen unterschieden von A, also es fängt noch weiter unten an, aber interessant ist jetzt die Klasse A, und dann die beste Energieeffizienzklasse wäre die Klasse A3+. Und hier sehen wir dann bei den verschiedenen Warengruppen, wo dann im Prinzip der Grenzwert zum Beispiel jetzt bei einer Waschmaschine von A auf A3+ geht, nämlich sind die A3+-Geräte 30% sparsamer als Geräte der Energieeffizienzklasse A, und das ist nur dieser Grenzwert, und viele Geräte sind sogar noch sparsamer als dieser Grenzwert von 30%. Bei Kühl- und Gefriergeräten sind es sogar 50%, ganz ebenfalls, und da kommen wir wieder auf diese über 30% Energieverbräuche bei Kühl- und Gefriergeräten, wo man wieder einsparen kann. Ja, dann kommen wir kurz zum Energielabel, ja, das EU-Label, was genormt ist. Was sehen wir denn hier drauf überhaupt? Hier oben bei Punkt 1 und 2 steht zum Beispiel immer Name und Warenbezeichnung. Ja, also von was für einem Produkt reden wir überhaupt. Unten drunter die Klassifizierung von A bis D. Wo sind wir eingestuft? Das wird hier auch nochmal schwarz markiert gekennzeichnet. Bei A++, also es wäre jetzt schon ein sehr energiesparendes Gerät. Hier unten drunter, ganz groß, haben wir den Energieverbrauch im Jahr. Der wird berechnet auf einen Durchschnittswert, das ist jetzt zum Beispiel bei einem Kühlschrank, über die Laufzeit. Ja, hier unten haben wir dann die Literanzahl, wie viel Volumen hat das Gerät überhaupt, die Geräuschanzahl, ja, und wie viele Liter haben wir im Gefrierbereich. Das sind eigentlich alle Informationen, die auf so einem Energielabel draufstehen und für den Kunden ersichtlich sind und ein Gerät überhaupt erstmal vergleichbar machen. Ja, es bringt nichts zu sagen, das Gerät hat A2+, aber es hat zum Beispiel 100 Liter Fassungsvermögen. Das nächste Gerät hat 150 Liter Fassungsvermögen, hat auch A2+. Ja. Ja. Das ist nun, das ist ein EU-Label, ne? Jetzt ja. Fällt mir gerade ein, dieses TIP-Verfahren, was es da gibt, also den Markt irgendwie zu öffnen, auch für noch weiter zu öffnen, auch für Produkte aus Amerika beispielsweise. Was würde das denn bedeuten hier für unser EU-Label? Ja, erstmal heißt das, dass wir hier in der EU als Endverbraucher sehen können, welches Gerät in welcher Klassifizierung liegt. Die Eckdaten sollen oder müssen sofort ersichtlich sein. Das soll einfach diese ganze Geschichte Energieverbrauch, Literanzahl, auch Lautstärke und so weiter, dass es halt für jedermann sofort ersichtlich ist. Dass es ganz einfach eine durchsichtige Gestaltung gibt. Wenn natürlich jetzt aus dem Ausland Geräte mit dazu kommen, dann wird es vielleicht wieder Anpassungsgeschichten geben, weil in Amerika die Geräte, die sind nicht auf diesem Niveau, wie es hier in Europa die Geräte sind. Okay, also die würden dann kein Label bekommen, oder?
aktuell noch nicht. Steht noch nicht. Ja, das ist jetzt erstmal nur europaweit. Und wie wird schlechter für den Konsumenten? Ja, schlechter für den Konsumenten. Ja. So, also. Haushaltsgeräte sind Energiefresser und ihr verbraucht etwa die Hälfte der Stromrechnung aus. Das ist jetzt mal so dahingestellt. 17% der Hausgeräte in Deutschland sind 14 Jahre und älter. Das ist schon mal eine Hausnummer, das ist fast ein Fünftel. Jetzt darf ich mal so einen Raum fragen, die Hausgeräte bei Ihnen daheim, welche Geräte sind älter als 14 Jahre? Sind die schon neu erneuert worden? Nicht erneuert worden? Wir hatten einen mit 40 Jahren. Oh, oh Gott! Das war die Prozent. Wie viel sparen Sie jetzt ein? Bitte? Wie viel sparen Sie jetzt ein? Wir haben 10-mal so viele Kilowatt verbraucht. Wahnsinn, gell? Das ist ein gutes Rechenbeispiel für eine Neuanschaffung. Das machen Sie nie mehr. Ich wollte gerade sagen, da passt meine Grafik mit den 14 Jahren jetzt nicht. Das ist ja auch so heftig. Das ist mal zu sehen, wie jetzt prozentual der Verbrauch der Hausgeräte nach unten gegangen ist. 1995, wenn wir hier mal anfangen, das ist jetzt mal unser Ausgangspunkt. 2000, sprich 5 Jahre später, haben wir noch keine große Verbesserung, die jetzt ersichtlich ist. 2005 auch noch nicht. Aber dann hat es angefangen mit diesen A-Plus-Geräten, A-Doppel-Plus, A-Triple-Plus-Geräten. Und da sind wir, wie Sie sehen, bei deutlich unter der Hälfte des Verbrauches im Durchschnitt. Und das ist schon ordentlich. Sprich, da hat sich in den letzten Jahren doch einiges getan. Ja. Ja. Und dann vielleicht noch kurze Anmerkung. Ich hatte bis vor, weiß nicht, 1-2 Jahren, ein Kühlschrank, der war damals A oder A+, als ich ihn gekauft habe. Aber ich habe ihn dann mal mit dem Energiekostenmessgerät durchgemessen. Einfach nach 10 Jahren ist der so weit abgewirtschaftet, dass sein Stromverbrauch ungefähr doppelt so groß ist, wie es zum Kaufzustand sein soll. Das heißt, auch ein super tolles Gerät ist irgendwann nach 10 Jahren hinüber. Es ist natürlich gerade bei einem Kühlschrank 10 Jahre Benutzungsdauer, jeden Tag 10-mal Tür auf, Tür zu, die Gummis. Ja, alles, was da dran ist, was die Kälte im Gerät hält, ja, leiert aus, wird verschlissen, geht kaputt, dann die Dichtungen stehen vielleicht mal ein Stück ab. Da kann das Gerät natürlich nicht mehr so effizient sein wie Neugerät oder als das Gerät auch mal neu war. Natürlich läuft der Kompressor mit den Jahren mehr, schon klar. Ja, muss man vollkommen recht geben. Und das ist auch nur wieder ein Grund, sich zu überlegen, repariert man mal so eine Dichtung nach 5 Jahren? Ja? Guckt man mal, misst man mal. Es gibt Strommessgeräte, wir haben Strommessgeräte bei uns in der Firma, die wir ausleihen, um einfach, was man einfach nur dazwischen stecken kann, Plug and Play kann jeder. Mhm. Ja, was einem einfach mal aufzeigt in 24 Stunden, was verbraucht mein Gerät wirklich jetzt? Keiner von Ihnen hat die Bedienungsanleitung, ist mir klar, wo das drin steht. Aber ein Strommessgerät zeigt es direkt auf. Ja, hier haben wir mal ein paar Beispiele rausgepickt. Also eine 15 Jahre alte Kühl-Gefrier-Kombination verbraucht 600 Kilowattstunden Strom. Das bei einem Stromtarif heutzutage von 25 bis 27 Cent je Kilowattstunde macht das im Jahr was aus. Ein effektives Neugerät, was wir anbieten, verbraucht ca. 150 Kilowattstunden Strom. Macht eine jährliche Ersparnis von 116 Euro. Lass uns das 10 Jahre laufen. Unser Statement, was wir Ihnen mit auf den Weg geben wollen, bei einem 10 Jahre alten Kühlschrank sollte man schon mal über eine Neuanschaffung nachdenken. Ich habe nicht gesagt, dass man es tun sollte. Man kann sich ein Messgerät holen, man kann es selber mal messen, für sich selber entscheiden. Aber wie gesagt, die Möglichkeit, das über die Zeit zu amortisieren, besteht. Bald ist Weihnachten. Noch ein Tipp von uns, je kälter der Kühlschrank eingestellt ist, desto mehr Strom verbraucht das Gerät, ganz klar. Ja. Doch nicht nur das ist der ausschlaggebende Punkt für den Energieverbrauch, sondern auch wo steht das Gerät und wie warm ist die Umgebungstemperatur. Ja. Wenn ich im Winter schwer heize, in der Küche auch zum Beispiel, habe dort 25 Grad, muss der Kühlschrank viel mehr leisten, um auf seine 7 Grad oder 5 Grad, wie man ihn eingestellt hat, zu kommen. Er braucht einen größeren Temperaturunterschied bewerkstelligen. Und das kommt auch oder führt auch dazu, dass der Kühlschrank enorm hohe Energiekosten verursacht. Also dort auch vielleicht mein Appell, in der Küche es nicht unbedingt sein muss, Temperatur runter im Winter.
Ja. Und während ein 15 Jahre alter Wäschetrockner bei regelmäßigem Gebrauch auch ca. 600 Kilowattstunden im Jahr benötigt, kommt ein neuer Wärmepumpentrockner mit 220 Kilowattstunden aus. Das spart auch fast 100 Euro im Jahr. Das ist jetzt ein Durchschnittswert bei einem 3-Personen-Haushalt. Ja, wer jetzt noch Kinder im Haus hat, bei dem wird es natürlich umso mehr. Da geht die Spanne immer weiter auf. Ja. Was ist das, ein Wärmepumpen-Wäschetrockner? Ein Wärmepumpen-Wäschetrockner nutzt die geheizte Energie nochmal und speist sie zurück, um noch mit der Wärme, mit der abgegebenen Wärme nochmal zu heizen, um noch energiesparender zu werden. Er nutzt es quasi wieder über den Wärmetauscher. Und ist das so ein Kondensationstrockner oder Abluft? Nein, Kondens. Abluft ist absolut unwirtschaftlich, weil die Luft, die warme Luft und auch die Luft aus dem Gebäude vor allen Dingen in die, nach draußen in die Außenluft gegeben wird. Das heißt, man zieht sich die Temperatur auch noch aus dem Haus raus. Ja, das kommen wir nochmal zu einem Punkt, was energietechnisch sehr, sehr unwirtschaftlich ist. Ja, somit sind wir auch am Ende unseres Vortrages. Ich hoffe, wir konnten Ihnen ein bisschen die Einsparpotenziale aufzeigen. Vielleicht haben wir mal auch angeregt, dass jemand mal bei uns vorbeikommt und sich ein Energiemessgerät ausleiht und einfach mal zwischen die verschiedensten Verbraucher fängt. Zwischen den Kühlschrank, zwischen die Waschmaschine, zwischen den Trockner, um einfach mal zu sehen, oha, was kostet mich das überhaupt? Ja. Doch, das finde ich dann. Das finde ich ein super Angebot, die Energiesparmessgeräte sich ausleihen zu können, um selber mal zu Hause vor Ort zu sehen, was wie wo verbraten wird. Man wird sich wundern, wie viel das ist. Nein. Wir brauchen noch einen Kühlschrank. Vielen Dank, gerne. Die Firma Kleiner, für die eine Übersicht über das Energiesparlabel, weil es ist wirklich wichtig, einfach mal in die Lage versetzt zu werden, verschiedene Produkte miteinander vergleichen zu können, um sich selbst ein Bild zu machen, weil wir sind nicht in der Lage, uns so in die Materie einzuarbeiten, wie es Ihr Job ist. Und deshalb sind wir gerne froh, wenn wir jemanden haben, der uns berät und wo wir ein Label haben, wo wir uns dran orientieren können. Vielen Dank.